Bam! Ein Schuss fiel und der 26. Präsident der USA wurde aus nicht mal 2 Metern Entfernung mit einem Revolver abgeknallt. Auf dem Weg zu einer Rede kommt das Unerwartete. Und das ist nicht, dass Theodore Roosevelt angeschossen wurde, sondern dass der Typ danach 3-mal in ein Taschentuch hustet und dann sagt, ja, beim Husten kam kein Blut hoch, also hat der Schuss meine Lunge verfehlt. Und das ging nur an meine Schulter, also kann ich ja meine Rede trotzdem noch halten. Und diese Rede war vorbereitet in seiner linken Brusttasche, 50 Seiten plus sein Brillenetui aus Stahl. Und diese wurden von der Kugel durchlöchert und haben sie ausgebremst. Deshalb hat er noch eine 90 Minuten Rede halten können, bevor die Kugel im Krankenhaus aus seiner Schulter operiert wurde.